Seit über 130 Jahren modifiziert das französische Unternehmen Gruyot Fahrzeuge für professionelle Anwendungen. In den Anfängen wurden Kutschen, danach Busse in Kleinserie hergestellt. Heute fertigt Gruyot auf der Basis von 34 Automarken mit über 20 Produktlinien Nutzfahrzeuge für Behinderte, Transporte aller Art, Abschleppdienste, Polizei, Rettungsdienste und viele weitere Anwendungen. Über 1.500 Mitarbeiter bauen 54.000 Fahrzeuge pro Jahr an 20 Industriestandorten um. Die erforderlichen Blechteile werden am Standort Saint-Berthevin an automatisierten Stands- und Stanzlasermaschinen gefertigt. Die NC-Programme kommen von WICAM PN4000. Herr Louis Rignier berichtet, wie es dazu kam. Vor 10 Jahren haben wir mit Armada-Maschinen und der zugehörigen Software gearbeitet. Als dann die erste Trumpfmaschine gekauft wurde, brauchten wir eine Nesting-Software, die alle Hersteller unterstützt. Zudem gab es damals schon den dringenden Bedarf, PPS und CAD integriert zu fertigen. Da durch die steigende Individualisierung die Stückzahlen immer kleiner und Liefertermine kürzer wurden. Das WICAM PN4000 wurde mit CAD und PPS-Schnittstelle installiert und mit jeder neuen Maschine einfach nur erweitert. Heute steuert PN4000 die Maschinen Trupunch 3000, Trupunch 5000, Trumatic 6000 mit FMC-, B- und Entladeautomation. Die Module und Funktionen zur automatischen NC-Erstellung nutzte Gruyot dann auch für weitreichende Strukturverbesserungen. Gruyot fertigt heute ohne Lagerhaltung ausschließlich Just-in-Time, immer die aktuell benötigten Teile, stundenpünktlich und wenn nötig mit allen Maschinen in 3 Schichten. Louis Rignier: Die meisten Nestings erstellen wir automatisch nach PPS-Vorgaben mit gemeinsamen Trennschnitten. Die integrierte Revisionskontrolle überwacht die Produktionsdaten und sorgt für maximale Transparenz. Und falls es doch mal Fragen gibt, haben wir die vollständige Teilehistorie mit einem Mausklick.